Also natürlich, wenn der große FC Bayern nach Münster kommt, ist das was Besonderes und man freut sich dann auch auf jeden Spieler, auf jede Person des öffentlichen Lebens, ist ja klar. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass da irgendjemand dabei wäre, auf den ich mich besonders freue, wenn ich ehrlich bin. Unsere Chancen zum Weiterkommen, wissen wir alle, sind vielleicht irgendwo im Promillebereich. Wir wollen sehr, sehr mutig auftreten auf jeden Fall. Also wir wollen uns nicht verstecken, wir wollen hier echt ein schönes Spiel zeigen unseren Fans, vor den Leuten und wollen natürlich alles geben, ist ja logisch. Und was dann passiert, werden wir dann sehen. Natürlich ist das ein großes Los für Münster, für unsere Mannschaft, dass man im Pflichtspiel gegen so eine Mannschaft antreten darf. Und ja, man freut sich. Also die Vorfreude ist riesig. Da kann man, glaube ich, keinen Spieler so richtig hervornehmen. Vielleicht jetzt den neuesten Transfer mit Harry Kane, muss man sagen, ist dann schon was Besonderes. Aber ich denke, wenn man die Mannschaft von Bayern München sieht, kann man da wirklich jeden Spieler rauspicken, auf den man sich freut. Auch in so ein Spiel muss man einfach reingehen und will dieses Spiel gewinnen. Natürlich weiß man einfach, wie minimal diese Chance gegen solch eine Mannschaft ist. Aber ja, wir gehen erstmal rein, wollen lange vielleicht die Null halten. Vielleicht schafft man es sogar wirklich mal gegen die Mannschaft auch in Führung zu gehen, um es vielleicht noch ein bisschen schwieriger zu machen. Aber ich glaube, das sollte erstmal primär unser Ziel sein, hinten die Null zu halten, das Spiel lange offen zu halten und dann ja mit ein paar Nadelstichen versuchen, sie dann vielleicht auch ein bisschen zu ärgern. Und ja, vielleicht schafft man es wirklich mal in Führung zu gehen. Aber wer dann kommt, ich glaube, das wäre uns erstmal egal. Ich denke, das Spiel in Runde 1 ist schon wirklich ein ganz großes Highlight. Ja, ein Riesenspiel für die Stadt, für die Fans, für uns als Mannschaft und wird eine harte Aufgabe.